Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 von meinem Let's Play von Pokémon Weiße Edition, Edition 2. So heißt es. Ich befinde mich in der Arena von Maria City. In der letzten Folge habe ich zwei neue Pokémon gefangen. Und bevor ich hier weiter herumwusel und mich verlaufe, zeige ich euch einfach... Ah, okay, man sieht sie ja nicht, denn sie sind auf dem Touchscreen. Jedenfalls, das hier ist ein Wattzapf, ein scheues Wattzapf mit der Fähigkeit Facettenauge. Das habe ich mir sehr gerne ins Team genommen. Und das hier ist ein Rotomorph, Sacht, ist auch ein sehr ordentliches Wesen dafür. Und Fähigkeit ist Sandgewalt. Solange wir nicht gerade auf Route 4 im Sandsturm kämpfen, wird es davon nichts haben, aber die andere Fähigkeit, Sandscharrer, ist ja genau dasselbe. Ohne Sandsturm bringt die ja nichts. Aber so viel erstmal zu den beiden. Die werden jetzt mittrainiert. Hallo. Ich weiß nicht, auf welchem Level sich Wattzapf zu Voltula entwickelt. Ich weiß nur, Rotomorph müsste sich auf Level 31 zu Stalobor entwickeln. Ach, was sind das für anspruchsvolle Kämpfe? Tut mir jetzt natürlich leid, dass ich nach 4 Arenen, in denen ich Amanda schon eingesetzt habe, auch hier wieder Amanda einsetze. Ja, das Training nun wirklich nicht mehr nötig. Und deshalb denke ich, dass ich zumindest vorübergehend es im Arena-Leiterkampf auch mit was für Stalobor? Stalobor hat der Arena-Leiter, aber ich habe nur Rotomorph und ich werde es vermutlich mal mit Waschakfil versuchen. Ein kleines, süßes Kroko. Ade. Kroki. Erstmal überall das Licht anknipsen. Okay, da war ich schon. Aber da war ich noch nicht. Guck, guck. Du bist ja immer noch nicht der Arena-Leiter. Was du nicht sagst, du Spinner. Juhu. Ich finde Dunkelheit jetzt nicht so geil, wenn es nur dazu dient, rumzustolpern. Aber gut.
wie dieser komische Fuzzi meint. Oh, hallo, Herr Arena-Leiter, da sind Sie ja. So, dann wollen wir doch tatsächlich mal unseren Mut zusammennehmen und Wascherquill an die erste Stelle setzen. Mit Überreste als Item könnte es doch ganz gut laufen, hoffentlich. Du hast mich warten lassen. Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Kein Mann der großen Worte, oder? Der Herr Turner. Kommt bestimmt aus Texas. Haha. Jetzt siehst du mal, was du angerichtet hast. Und schon wurden wir in eine sehr ordentliche Position gebracht. Das ist doch echt mal erfreulich, dass Wascherquill Siegeswille hat. Bombs. Und so schnell kann man einen Rockaiman besiegen. Oh, nix. Verdammt nochmal. Ich will trotzdem drinbleiben und es versuchen. Immerhin haben wir ja auch noch Klauenwetzer. Und wenn du noch so schnell wirst, das macht aus deinem mickrigen Angriff auch keine wirkliche Waffe. Oh, okay. Immerhin ein Drittel. ja. Ach, verdammt. Dann fliege ich wohl eher. Habe ich ja eben Glück gehabt, dass Wascherquill die Attacke abgewehrt hat. Natürlich kommt jetzt ein Hypertrank, was habe ich auch erwartet. Genau das, nichts anderes. Aber schön zu sehen, dass sich Wascherquill ganz gut schlägt. Obwohl das ein Onyx ist. Okay. Das war jetzt wieder Mist. Hallo. Mistvieh. Ich kotze dir gleich auf dein komisches Hörnchen da drauf. Muss schon ein Hypertrank sein. Lohnt sich ja sonst gar nicht. Hat mein Gegner ja auch gemacht. Puh. Und jetzt wird geflogen. Wehe, du schreckst nochmal zurück. Na Gott sei Dank nicht. Kein Risiko eingehen. Ha! Es kommt davon, wenn man zu viel will. Herr Onyx. Sandama. Hm?
Da dürfte Wasserkiel doch ganz gut mit klarkommen. Einmal fliegen, bitte. Kommt jetzt ein Sandsturm? Nee, ein Steinhagel. Okay. Sehr ordentlich gemacht, Wasserquiel. Da habe ich nichts zu beanstanden. So, und jetzt Stahlobor auf Level 36. Und resistent gegen meine Attacken. Ach so, Folterknecht gilt den ganzen Kampf lang. Na gut. Uff. Dass das reicht, obwohl es kein Gestein-Pokémon ist, das überrascht mich dann doch. Schade, Wasserquiel hat sich echt wacker gehalten. Doch. Jeder Lauf hat irgendwann ein Ende und jeder Held muss irgendwann mal ins Gras beißen. So ist das nun mal. Aber wir haben ja Amanda hinten gehabt. Also, alles gut gegangen. Oh, Rotomorf möchte Steinhagel lernen. Ja, da sagen wir doch nicht nein. Im Gegenteil, wir sagen ja. Ui, du hast ganz schön was drauf. Es gibt immer mehr Trainer, die echtes Talent haben, obwohl sie noch jung sind. Hier, für dich. Ein Kackstift. Cool. Ich weiß nicht, was das Ding darstellt. Seismo-Orden. Na gut. Damit hast du nun also 5 Orden, was? Damit gehorchen dir jetzt Pokémon bis zu einem Level von 60. Hier, nimm auch diese technische Maschine. Dampfwalze. Na gut, dann komm mal mit. Und wohin? Wohin bringst du mich? Wo sind wir hier? Eine gute Vorstellung braucht erstklassige Tänzer. Was redest du denn da? Das ist auch so ein komischer Geldsack, der wirres Zeug von sich gibt. Du hast also auch den Orden... Ja, du hast also auch den Orden bekommen. Ich wusste, du schaffst es. Meinen Orden verdanke ich meinen Pokémon, aber die Pokebälle sind nicht das Einzige, was mich mit ihnen verbindet, oder? Wenn dem allmählich so wäre, dann kommen die Gefühle des gestohlenen Fililu bestimmt nicht wieder. Ach, ihr kennt euch. Wisst ihr was? Weil ihr beide so gut gekämpft habt, nehme ich euch an einen besonderen Ort mit. Ich möchte euch da nämlich was zeigen. Oh, da fällt mir ein. Ich wollte dich etwas fragen, Turner. Du hast Team Plasma vergeben? Warum? Wie konntest du nur? Man kann alles aus einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachten. Wer sich zum Richter von Gut und Böse aufschwingt, läuft Gefahr, außer der eigenen keine andere Meinung mehr zuzulassen. Weißt du, wie gefährlich das ist? Das nennt man wohl eine erwachsene Betrachtungsweise. Wie dem auch sei, ich werde gegen Team Plasma kämpfen. Ach ja, was ist das denn für ein Ort, den du uns unbedingt zeigen willst? Habt ihr schon mal vom Pokémon World Tournament gehört? Dort versammeln sich Trainer aus aller Welt, um herauszufinden, wer der Stärkste ist. Ich warte auf euch im Süden der Stadt. Ein Turnier, bei dem entschieden wird, wer der Stärkste ist. Alles klar, das wird ein Spezialtraining. Da mache ich mit. Okidoki. Habe ich da gerade ein... Ich dachte, gerade der Typ wäre ein Pokéball, aber er ist nur ein Glatzkopf. Und ich sage bewusst nur. Denn damit ist er eindeutig weniger wertvoll für mich als ein Pokéball. So, ich habe gehört, PWT wartet auf mich. PWT, Abkürzung für Pokémon World Tournament. So steht's auch hier. Wuhu, PWT! Ja,
Da wären wir. Na, was sagst du? Ist das hier ein prächtiges Gebäude? Das ist der Austragungsort des Pokémon World Tournament. Da kriegt man den Mund nicht mehr zu, oder? Na, dann kommt mal mit. Ich möchte euch darum bitten, am Maria-Turnier teilzunehmen. Die Regeln könnten nicht einfacher sein. Alles ist erlaubt. Es nehmen insgesamt 8 Trainer teil. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, 3 Kämpfe für sich zu entscheiden. Ich soll auch mitmachen? Wieso? Ich habe noch äußerst wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Komm schon, Sharon. Wenn hier jemand der Menge zeigen kann, was es bedeutet, gemeinsam mit Pokémon einen Kampf auszutragen, dann du. Dein Wegbegleiter von damals ist nicht hier. Ich bin also auf dich angewiesen. Die Menge fährt außerdem total auf junge Talente und aufstrebende Stars ab. So, das wäre geklärt. Meldet euch einfach am Empfang, wenn ihr soweit seid. Seufzt, du bist einfach unverbesserlich, Turner. Aber ich muss zugeben, das Turnier hat mein Interesse geweckt. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Ich gehe mich anmelden. Oh, ich komme mit. Trödel nicht zu lange herum, Marek. Lass uns kämpfen, ohne Kompromisse. Lass mich mal in Ruhe, du komischer Wuschelkopf. Hier muss ich meine Pokémon schon in die Reihenfolge bringen oder darf ich selber noch wählen? Ich vermute, ich darf selber noch wählen. Willkommen, willkommen. Ich möchte teilnehmen. Mhm. Ja, okay. Dürfen nur 3. Na gut, dann die. Schauen wir mal, was dieses Turnier so von uns verlangt. Oh, direkt gegen unseren Rivalen. Es ist endlich soweit. Das Maria-Turnier ist eröffnet. Zum ersten Kampf tritt an Marek. Keiner kennt mich, keiner jubelt. Heul. Applaus bitte für einen Trainer auf der Suche nach einem bestimmten Pokémon und neuen Wegen sich zu stellen. Runde 1, Matisse gegen Marek. Turner, der alte Haudegen, liebt es echt aufzufallen, was? Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein. Stürzen wir uns also rein ins Getümmel und tragen einen Pokémon-Kampf aus. Die Kampfmusik gegen ihn ist ja ganz cool, aber er ist ein fürchterlich nerviger Typ. Ich hätte ihm einen entsprechenden Namen geben sollen. Erstmal mache ich das viel langsamer, denn wie erwartet ist es schneller als WhatsApp. Bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr aussaugen lasse. Nom 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 nom. Hm. Grütze. So kommen wir nicht weiter. Sieht das mehr? Nicht wirklich. Oh oh, oh oh. Zapfi, nein! Hättest du ihm nicht 1 KP weniger abziehen können, du Sack? Blöde Arschnase. Das wirst du bereuen. Hier, frisst das. Keine Gnade mehr. Ich dachte, ich passe mich mal an dein Niveau an, levelmäßig, aber dann hast du das arme, hilflose, kleine WhatsApp einfach ausgeschaltet. Was für eine Schande. Idiot. Danke für den Boost. Tschüss.
komischer Affe mit den komischer Frisur und gucken tut er auch ziemlich doof. Spüre, Wascher kühlt stärker. Runde 1 geht an Marek. Vom Verlierer des Kampfes mögen solche Worte zwar nicht viel wert sein, aber es ist eine wahre Freude, deinen Pokémon beim Kämpfen zuzusehen. Sie scheinen dabei wirklich eine Menge Spaß zu haben. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. Mann, die Folge wird jetzt so lang durch dieses... Turnier hier. Naja. Was soll's. Dann wollen wir mal gegen Sharon kämpfen. Sharon. Ich mag's nicht, dass die alle plötzlich dermaßen englische Namen haben, nur weil die fünfte Generation und diese Region so amerikanisch sind. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es mich freut, wieder einen Kampf gegen dich bestreiten zu dürfen. Immerhin warst du es damals, der mich als Erster herausgefordert hat, nachdem ich Arenaleiter geworden war. Ich bin schon sehr gespannt, was du auf deinen Reisen alles über die Pokémon gelernt hast und ob es dir auch gelungen ist, deine Bande zu ihnen zu festigen. Also zeig mir doch mal, was Sache ist. Red doch nicht so viel, Junge. Dafür habe ich keinen Nerv. Und mein Hals war trocken davon. Hoppla. Ein großer, starker Hund. Bevor der mir zu gefährlich wird, rette ich unser kleines Zäpfchen doch lieber, hm? Boom. Beeindruckender Schaden. Amanda, du darfst. Schade, dass man hier gar keine Erfahrungspunkte bekommt. Da bringt's mir ja überhaupt nichts, dass ich WhatsApp mitgenommen habe. Hauptsache, alle haben nur Pokémon auf Level 25. Was sind das für Schwächlinge? Es kann doch überhaupt nicht sein, dass unser Rivale mit Pokémon auf Level 25 gegen den Arenaleiter mit einem Staloba auf Level 36 gewonnen hat. So ein Quatsch. Das gibt's doch nicht. Naja. Jo. Akromas. Betritt die Arena. Mach schon. Arena-Turnier, das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Und hier haben wir Akromas. Er hofft, seinen Pokémon all ihre Kräfte entlocken zu können. Tja, er hat wohl noch nichts von der Mega-Entwicklung gehört, aber die gibt's ja erst seit Ende 2013, das Finale, Akromas gegen Marek. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten, nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Wie gelingt es einem am besten,
ihnen ihre Kräfte zu entlocken. Ich hoffe ja, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Trainer und seinen Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die Richtigkeit meiner Annahme gleich bestätigen wirst. Ach, jetzt ist das aber eine echt lange Folge hier geworden. Und sie geht noch weiter. So, liebes Zäpfchen, du darfst direkt gehen. Doofer Magnet. Hallo. Ach du Furzgesicht. Leck mich doch am Popo. Meine Fresse. Wehe. Na, wäre das schief gegangen. Dann hätte ich dir aber ordentlich Dampf unterm Hintern gemacht. So, Amanda, ich würde mich sehr freuen, wenn du nicht paralysiert wärst. Mann, Mann, Mann. Zuverlässigkeit ist jetzt gerade, wo ich sie gebraucht hätte, leider nicht zu finden. Und so wird die Folge nicht gerade kürzer. Aber dann muss da auch unbedingt der Volltreffer kommen. Seid ihr bald fertig, ihr kleinen... Ihr dreht doch total am Rad. Tschüsschen. Wenigstens zum Schluss ein Pokémon, das Wasserquill leicht besiegen kann. Kein Stahl-Pokémon. Nicht noch eins. Faszinierend. Aus diesem Kampf konnte ich tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen. Und der Sieg geht an. Ich dachte schon, der Ton wäre ausgefallen, weil er so abrupt geendet ist. Marek! Ja, mei, das bin ja ich. Das ist ja unglaublich. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die in innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria-Turnier, das war's, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Ja, wir freuen uns alle. So, und jetzt ist die Folge fast 29 Minuten lang. Ich will jetzt mal hier Feierabend machen. Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Maria-Turnier, ausgezeichnet, Marek. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Was soll ich damit zum jetzigen Zeitpunkt? Bis zum nächsten Mal. Gut gekämpft, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmackhaft. Mann, hört auf zu labern. Es kommen immer mehr Leute. Hey, kommt schon, Leute. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Einsatz? Bei einem Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde euch die Flausen schon noch austreiben. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Ja, ja. Ha, habe ich es doch gesagt. Und schon sind wir im Geschäft. Wenn das so weitergeht und sich hier Spitzentrainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Und nicht nur das, auch Maria City wird vom ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Kassen. Also, ich hoffe, ihr nehmt öfter mal beim Turnier teil. Bringt die Menge zum Toben. Ja, ja. Ah, Gott sei Dank haben die mir nicht auch noch was zu sagen. Naja, dann speichere ich an der Stelle jetzt aber mal ganz schnell. Entschuldige mich, dass ich die Folge so in die Länge gezogen habe, aber ich wollte auch nicht vor dem Turnier einfach abbrechen. Da waren ja gerade erst 15 Minuten knapp um oder so.
Jedenfalls schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Die Story geht immer weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.